Ja, Bomber Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir haben die Story abgeschlossen, jedoch gibt es auch einiges zu tun hier in Assassin's Creed 3 und das wollen wir auf jeden Fall machen. Als erstes zieht uns unsere Quest auf jeden Fall nicht hierhin, sondern nach New York. Dann werden wir mal nach New York reisen, würde ich sagen, ne? Schauen wir mal, was wir da finden. Ich muss sagen, Props an Ubisoft. Dieses Mal musste ich nicht so viele Türme erklimmen, ne? Da muss ich schon sagen, Respekt. Weil die Karte hat sich ein bisschen aufgedeckt, indem ich einfach durchgelaufen bin. Und das hat es eigentlich schon gebracht. Ich meine, wenn wir Türme sehen, werde ich da trotzdem noch drauf zugreifen. Aber in Assassin's Creed 2 zum Beispiel, da war in jeder Ecke und Kante ein Turm. Da fand ich schon ein bisschen frech. So, wo soll ich hin? Sag es mir. Kann ich da hinreisen? Aber ich kann da hinreisen. Das geht schneller. Yeah! Was haben wir denn hier? Was soll denn das Getobe? Hier haben wir also die letzten Kameraden, ja? Die wir befreien müssen. Komm! Gib ihm! Gib ihm! So. Soll ich dich töten? Ich weiß es gar nicht. Wenn, dann haben ihn seine Kollegen gerade getötet. Ich glaube, ich sollte ihn nicht töten. Alle. Alles auf einen Haufen. Was soll denn das hier? Das ist doch kein Gangbang. Gehen wir mal ein bisschen zur Seite hier, damit der Typ da hinten überlebt. Nicht, dass ich ihn aus Versehen töte. Kann ja mal passieren. Au. Gut, da konnte ich jetzt nicht ausweichen. Hier, komm. Erzieh dich. Wisst ihr doch, wie ich am Anfang von Assassin's Creed 3 erstmal gar nichts hingekriegt habe? Jetzt kann mir keiner was. Na, Dude, wie geht's dir? Wo finde ich deinen Anführer? Gar nicht. Seine schwimmende Festung im Hafen ist ständig in Bewegung. Niemand weiß, wo er ist. Seine schwimmende Festung. Ja, cool. Das ist, mehr Infos brauche ich nicht. Ich danke. Und dann gibt er einfach rum, ohne dass ich ihn töte. Sehr schön. So soll es sein. Vielleicht hat er sich auch einfach nur totgestellt. Irgendwo muss jetzt am Hafen eine schwimmende Festung sein. Da gehen wir hin und dann töten wir den. Und keine Ahnung, was uns das bringt. Aber wir haben ein Sternchen. Okay, dann geh ich nicht zu den Sternchen. Scheiß drauf. So, da sind wir auch schon. Ich bin gespannt, um was es sich jetzt hier handelt. Kommt mir nicht sehr bekannt vor. Auf jeden Fall eine Kusche. Der Tag der Evakuierung. Evakuierung? Amerika braucht eure Dienste nicht. Schickt sie nach England, Gentleman. Im Sarg. Oh shit. Tod den Unterdrückern! Mach sie nieder! Ich bin immer noch verletzt. Wieso bin ich immer noch verletzt? Seltsam. So, es geht jetzt wieder zurück. Ich finde schön, dass hier einfach mal die Quest nicht angezeigt wird. Aber sie sich, gehen wir dahin. Hier, Schnellreise zu unserem Dorf. Warum bin ich immer noch verletzt? Ist das jetzt, befinden wir uns jetzt in der Zeit, bevor ich das Ding versteckt habe oder nachdem ich das Ding versteckt habe? Aber ich soll hier sogar hin. Moment. Das erinnert mich an etwas. Hallo.
Wenn du hungrig bist. Ich hab genug. Nein, danke. Wo sind denn alle hin? Nach Westen. Ist schon eine Weile her. Anscheinend hat der Kongress das Land einem Mann aus New York zugesprochen. Was? Das passiert jetzt immer öfter. Die Regierung sagt zwar, sie nehmen kein Land, das schon bewohnt ist, aber... Wie konnte das nur passieren? Wir sind jetzt allein. Überhaupt kein Geld und keine Hilfe aus England mehr. Das heißt, wir müssen jetzt alles selbst machen. Und selbst bezahlen. Land ist schnell und leicht verkauft. Und nicht so lästig wie Steuern. Und da angeblich der ganze Krieg nur deswegen ausgebrochen ist, will sie keiner so schnell zurück. Sind kluge Köpfe unsere neuen Anführer. Die greifen noch nicht ganz so hart durch. Noch zu früh für Steuern. Zu britisch. Tatsächlich, wir sind jetzt in der Zeit, wo wir quasi fertig geworden sind mit Lee. Pass auf. Aber das Ding noch nicht vergraben haben. Heißt, wir befinden uns quasi in der Vergangenheit jetzt von dem, was wir gestern erlebt haben. Und laufen jetzt anscheinend durch die Gegend und gucken, was für Auswirkungen unser Handeln hatte. Wir haben Washington quasi dazu bewegt, der Anführer zu werden von USA, America und Huch. Soll da gar nicht hinreisen. Das heißt, er hat unser Land verkauft. Als Dank dafür, dass wir ihm mehrfach das Leben gerettet haben. Das heißt, im Endeffekt waren die Templer gar nicht mal so im Unrecht. Die hätten zwar wahrscheinlich unser Land beschützt, allerdings mit den falschen Mitteln, muss man dazu sagen. Mit Gewalt, mit Erpressung, mit allem Möglichen. Wer weiß, wie unsere Welt jetzt aussehen würde, wenn die Templer an der Macht gewesen wären. Man weiß es nicht. Manchmal ist es verwirrend, was hier passiert. Okay, alles läuft wieder. Der Code ist total gehackt. Hübsch gehackt, aber gehackt. Der Wurm hat 3 Pivots gefunden, die hätten wir also. Du musst die übrigen selbst von innen finden. Mit den 3 können wir den Rest triangulieren. Das habe ich sauber gehackt, wenn ich das mal so sagen darf. Jeder Pivot findet andere in der Nähe. Insgesamt sollten es 12 sein. Jeder, den du findest, sollte einen Hexwert liefern. Genau die brauchen wir. Wenn du alle hast, sequenzieren wir den Code, packen die Daten und aus die Maus. Tja, treib dich nicht zu viel im revolutionären Amerika rum. Ich weiß, es ist verlockend. Das sind die Dinger. Müssen wir suchen anscheinend. Aber wer war das gerade? Wessen Stimme war das? So, ich habe 2 unserer Pivots gesetzt. Nicht leicht von hier aus, das kannst du mir glauben, aber sie sind da. Du siehst, wie die beiden einen Vergrabenen aktivieren. Oder so. Nimmst du den 3, den wir haben, dazu, findest du den genauen Standort des Vergrabenen. Dann hol die Hexziffer und wieder von vorn. Wenn du die Chance hast. Ich würde wahnsinnig gern Franklins Glasharmonika sehen. Nur als Hinweis. Viel Spaß. Das heißt, wir gehen jetzt auf Schatzjagd, ja? Pivot-Info. Dieser Pivot wurde in undefiniert gesetzt. Wir können ihn woanders setzen. Ich sehe das momentan nicht. Ich bin verwirrt. Ende. Animus Hack. Jahrzeitenwechsel-Hack freigeschaltet. Ach, wir schalten. Ah, wir können jetzt Sheets freischalten. Ich verstehe. Dafür müssen wir die Pivots finden. Die Pivots werden höchstwahrscheinlich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, einen Bereich markieren. Sagen wir, wo ist das jetzt?
Da. Kein Pivot gefunden. Also wir können, wir haben dann mehrere Pivots. Hier war ja gerade einer und da. So, die haben sich verbunden, somit dass die rechte Seite grün geworden ist. Wenn wir noch einen weiteren Pivot setzen, sagen wir hier, dann ist es nur noch dieser Bereich, wo wir etwas finden müssen. Das sind also die Hexe, ja. Nichtsdestotrotz, das Befreiungsmissionsauftrag. Wo finde ich diese Pivots? Okay, mein Sklunker. Ja, das werde ich alles demnächst mal sammeln. Allerdings würde ich gerne DLC-mäßig abgehen. Ich meine, das hier ist jetzt nur noch ein bisschen das Late-Game. Quasi ein bisschen hacken, ein bisschen sammeln und das war's. Also nichts von wegen Story-mäßig. Ich mach mal hier einen ganz kurzen Schnitt und dann sehen wir uns gleich nämlich wieder mit den Informationen zu den DLCs. So, und schon sind wir wieder zurück. Ich habe mich über das erste DLC erkundet. Das erste DLC ist die verlorenen Geheimnisse. Und dafür müssen wir hier zu dem Captain gehen. Und genau da hinreisen. Was ist das? Das ist eine Seefahrtsmission, ne? Wollen die auch? Ein Geheimnis versenken. Die Henderson in Nöten. Vielleicht werden wir das auch noch machen. Aber erstmal kümmern wir uns um die Ruinen von Keros. Wir müssen Kids Schwert bergen. Bin gespannt. Ich glaube, wir haben 3 DLCs an der Zahl. Vielleicht sogar auch 4. Mal gucken, wie lange die dauern. Was wir erfahren werden. Keros 1774. Recht dunkel. Ich bleib beim Boot, Captain. Damit es nicht abhanden kommt. Gut. Es gibt einen Tempel auf der Insel. Da drin wird sein, wonach ich suche. Okay. Dann wollen wir mal Höhle erkunden. Habe ich gerade eine Schlange gehört? Ich muss sagen, jetzt wird es spannend für mich, weil ab jetzt kommt der Content, den ich nicht kenne in Assassin's Creed. Und da freue ich mich drauf. Ah, wieso nicht gleich ins Wasser springen? Vielleicht, wenn man nass wird. Es ist eine gute Idee. Nicht nass werden. Wobei, es regnet hier irgendwie. Von daher, das wird nicht nass werden, das wird wohl nichts. Und ich denke mal, heute bleibe ich sicher nicht trocken. Ja, das haben wir schon festgestellt. Und ich denke mal, dass wir das hier in Assassin's Creed Black Flag erwarten werden. Diese Art von Szenario. Dass wir quasi in den Tropen rumlaufen. Ich weiß es nicht. Ich lass mich überraschen. Ich bin schon voll gehypt davon, dass ich hier nicht spielen darf. Nach all den Jahren. Oh, ich hab mir auch Zeit gelassen mit Assassin's Creed, muss ich schon sagen. Hätte ich nicht machen sollen. Wie ich mich schon drauf freue. Kids Schatz liegt vermutlich in dieser Pyramide. Hoffen wir mal. Oh, 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 oh. Oh, ich dachte, das bricht zusammen. Ja, ich habe schon zusammenbrechen sehen. Ich dachte schon, wir landen und müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Es muss einen leichteren Weg geben. Ganz ehrlich, du nimmst nie einen leichten Weg. Wir nehmen die Treppe, die ist leicht. Okay. Ja, was ist mit den Wurzeln? Kommen wir doch easy hoch, oder? Nee. Na gut, ich sehe schon, wo wir lang müssen. Hier ist ja alles in Schutt und Asche und die Sonne. Heilige Scheiße, ist die groß. Okay. Ein Wunder, dass der Tempel nicht längst eingestürzt ist. Da hinten ist mein Schiff. Wir sind ganz schön schnell vorangekommen. So. Oh Gott. Ja, schon nicht voll runter. Gucken wir mal, wo wir hier landen werden. Und ich denke mal, Kids Schwert werden wir selber tragen dürfen. Das ist cool.
stelle ich mir das mit der aktuellen Grafik vor und alles. Oh, wie das cool. Wobei man sagen muss, Black Flag, ich glaube, der neuen Generation, die wird ja noch um einiges besser aussehen. Die 360-Version von Assassin's Creed 3. Ah, wir haben den Tempel erreicht. Ich denke, dass es, dass dieser Tempel, wie damals in Assassin's Creed 2, diese ganzen Kirchen waren, die wir erkundet haben. Dass es quasi vermisst wurde und alle haben sich beschwert, wo sind die Kirchen hin? Alter, das sah so steil aus, das hättest du gar nicht schaffen können. Großartig! Ja. Cool. Cool, Jo, wo bin ich? Ich muss einen Weg zurück in die Schatzkammer finden. Mhm. Die Schräge, die ich mir nur stelle, hieß... Wie? Ich meine, es gibt hier den Abgrund, da kann ich runterspringen. Ach, das haben wir gesehen. Das haben wir von oben gesehen, ne? Cooler Wasserfall. Bei Wasserfällen frage ich mich immer, wo kommt das Wasser her? Ich meine, es fließt ja unendlich nach unten. Oder wo muss es immer herkommen? Ich meine, irgendwo aus dem Meer und so ein Kram. Aber wir sind so weit oben, ganz ehrlich. Wo soll das Wasser herkommen? Und ich glaube, ich kletter richtig, oder? Das war einfach nur instinktiv gedacht. Weiß nicht, das... Keine Ahnung. Ich kann noch höher klettern. Oh Gott. Alles geplant. War nicht aus Versehen. Ich hab das Gefühl, ich lande nirgendwo. Ja. So viel dazu. Aha. Was haben wir denn hier? Kann man darauf klettern? Nein. Kann man nicht. Hier ist das doch so dunkel drin. Gott. Kenne kaum was. Kenne wahrscheinlich weniger als ihr. Ich muss vermutlich da hoch. Frage, die ich mir nur stelle, ist wie? Also ich kann hier selbstverständlich hier hochklettern und dann zur Seite gehen. Das ist aber auch die einzige Stelle, wo man klettern kann. Ich vermute schon, wir sind hier irgendwo ein bisschen richtig. Oder auch nicht. Wir hätten hier auch einfach hochklettern können. Ne? Ja, das Einzige, worauf Licht fällt, ist das hier. Ja, toll. Man sollte einfach nur dem Licht folgen. Freunde, deswegen sind leuchtende Dinge für mich so interessant. Genau aus diesem Grund. Die sollte halten. Ja, wenn du das sagst, Bro. Soll mich jetzt aber nicht fallen lassen, oder? Ah. Ah, ja, und jetzt? Ah, ich sehe schon. Geh nach links! Was stimmt mit dem Typen nicht? Wieder würde ich nach links. So. Dass er sich da festhalten kann, halte ich aber für ein Gerücht. So nass, wie das da ist. Ja, der ausrutscht. Okay, das war gewagt. Ich wusste nicht, ob das geht. Einfach springen, scheiß drauf. Einfach springen. Wenn wir nicht da landen, wo wir sein sollen, dann schneide ich. Oh. Danke, Fahrkräften. Wir haben es geschafft. Das Schwert und das Geld lassen wir am besten liegen. Alter, ist das eine Reißlinge. Was? Cool, jetzt kann ich Brot schneiden. Sauber.
Die Ruinen von Geras. Mission beendet. Volle Synchro. Danke, danke. Gab auch keine Zusatzaufgaben. Ist ja auch kein Wunder. Und nun schauen wir, zu welchem Schatz es uns als nächstes verschlägt. Cool wäre eine Montur, ne? Eine Montur zu finden. Ich meine, wir werden wahrscheinlich sowieso noch eine Montur kriegen, wenn ich alles gesammelt habe, was wir brauchen. Da werde ich mich heute Abend wahrscheinlich drum kümmern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir in der Aufnahme sind, auf jeden Fall mit ein paar neuen Sachen. Hey! Was hast du für mich? Das reicht nicht, Junge. Bring mir mehr, dann tauschen wir. Ich hab Captain Kids Schwert, du Arsch. Das muss ja wohl reichen. So, was haben wir denn als nächstes? Das war's? Was ist das? Die Jagd. Aber ich will keine Boote jagen. Ich will's einfach nicht. Versteht ihr? Ich will's einfach nicht. Ich glaube, wir kümmern uns einfach darum, dass wir die Geheimnisse versenken. Den ganzen Kram hier machen. Und dann gucken wir mal. Ich denke mal, das ist die DLC. Der ganze Kram hier. Und das war halt nur so ein Zusatz. Gut, ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder bei Die Jagd. Haut rein, euer Zero. Tschüss.